Anlässlich der bevorstehenden Arbeiterkammerwahlen 2014 ist Erwin Zangerl derzeit in allen Tiroler Bezirken unterwegs. Bei einem ganz herzlichen Empfang bei Radio U1 erklärt der Präsident noch einmal die Details zu den Kammerwahlen. Ja, wir haben einen großen Bereich der Briefwahl, der startet am 15. Jänner, das heißt die Post beginnt mit der Zustellung am 15. Da wählen 207.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dann ab 27. bis 7. Februar gibt es die Betriebswahlen, das heißt dort, wo ein Betriebswahllokal eingerichtet ist im Unternehmen, wählen dann rund 38.000 Arbeitnehmer noch und dann beginnen wir mit Auszählen, das dann ein bisschen dauern kann natürlich. Wir hoffen, dass wir dann am 8. das Ergebnis vorliegen haben. Mit seiner Liste 1 AAB FCG will Erwin Zangerl ganz konkrete Themen, wie zum Beispiel die soziale Feuerwehr, anbieten. Wir stellen ja laufend fest, dass es den Menschen oft sehr schlecht geht. Wir haben ja den Unterstützungsfonds eingerichtet, wo wir also schon über 5000 Arbeitnehmerinnen und auch Arbeitnehmern, Arbeitnehmerfamilien helfen haben können. Da haben wir festgestellt, dass wir eine mobile Einheit auch benötigen, nicht nur eine stationäre, sondern eine mobile, die praktisch als soziale Feuerwehr dann in die Familien reingeht, ja, die Arbeitnehmer besucht, auch zu Hause oder am Arbeitsplatz, wo auch immer, und schaut, wie können wir helfen, wie können wir die Dinge regeln. Es gibt nicht ein Problem allein, sondern vielfach sind es dann schon bereits mehrere Probleme, die aber gelöst werden müssen. Und da ist es wichtig, dann alle Hilfsorganisationen zusammenzufassen, alle, die Hilfe leisten, im Land dann anzusprechen, um gemeinsam dann für die Arbeitnehmerfamilie das Beste zu machen, sie aus der schwierigen Situation wieder herauszubringen. Die Arbeiterkammer Tirol greift immer wieder brisante Themen, wie kürzlich eine Kostenübernahme bei Flugrettungseinsätzen, auf und freut sich, wenn die Politik reagiert. Wir haben wieder einmal bewiesen, dass also die Initiative der beste Weg ist, um was zu erledigen. Ja, nicht zuwarten, so wie das im Land passiert ist, und schauen, was passiert, sondern sofort Initiative ergreifen. So sind wir in Vorlage getreten und gesagt, wir versichern jetzt unsere Leute, ja, weil wir nicht mehr zuschauen wollen, dass wenn dir am Berg oder auf der Skipiste oder wo auch immer in der Freizeit was passiert, ja, dass du Angst haben musst, dass der Hubschrauber kommt. Ja, dann, wenn er kommt, kannst du ihn nicht ablehnen, vor allem wenn es um Kinder geht oder um Frau oder Partner, wem auch immer. Ja, und dann eine Rechnung kriegst mit 4.000 Euro, was ja teilweise für Arbeitnehmer, Familie ein Wahnsinn ist. Ja. Und da haben wir gehandelt und jetzt zieht das Land, so wie es den Anschein hat, nach und sagt, okay, wir wollen das neu ordnen. Und da gehe ich jetzt davon aus, dass man eine Lösung findet, wo alle beteiligt sind. Ja. Das, was wir machen, haben keinen Hammer gemacht. Es hat Wirkung gezeigt, da bin ich sehr froh drüber. Das ganze Jahr über ist die Arbeiterkammer für Tirols Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Einsatz. Daher freut sich der Präsident über jede Stimme, die zu einer hohen Wahlbeteiligung und damit einer Stärkung der Kammer beiträgt. Ja, liebe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, jetzt ist es wieder an der Zeit, auszuwählen. Es gibt 8 Listen, eine davon ist zu wählen. Ich würde bitten, geht's zur Wahl, denn wenn ihr zur Wahl geht, bestätigt ihr, dass die AK eine wichtige Einrichtung ist.